Hype, denn Devolver Digital hat ein neues Spiel rausgebracht, und zwar Sumerian Six. Und Sumerian Six ist ein Spiel im Mimimi-Game-Style, also Shadow Tactics, Desperados 3 und Shadow Gambits. Und die Mischung muss einfach unfassbar gut sein. Ganz wichtig, wenn ihr das Spiel, wir spielen es auf dem Deck, wenn es auch auf dem... Reden wir gleich weiter. A hitherto undiscovered resource with near limitless potential. Following the Great War, the military scientist Alistair Sterling assembled a team of brilliant minds to unlock its secrets. His friend, Dr. Hans Kammer, theorized that Geiststoff could generate unlimited clean energy. And thus, heal a wounded Europe. But this project was a catastrophe. There could be no question. Geiststoff was far too dangerous. A broken squad disbanded, having all grimly agreed that the world could never know about Geiststoff. All save one. Obsessed and resentful, Kammler found a new patron. One all too willing to exploit Geiststoff, to create the weapon to end all weapons. And so, Kammler assembled his own team to tap Geiststoff's nightmarish power. But he was unaware that one of them was Alistair Sterling's daughter. Working with her restive brother to bring down Kammler's wonder weapon program from the inside. Ihr seht, worum es geht. Genau, ganz wichtig, wenn ihr das Spiel auf dem Deck spielt, ihr müsst die Proton-Version auf 8.05 umstellen. Ansonsten ist das wie bei der Demo, dass das Game nach kurzer Zeit einfach freest und ihr das Steam Deck neu starten müsst. Ich weiß halt nicht, ob das automatisch umgestellt wird oder nicht. Das ist ganz wichtig. Von daher stellt es sicherheitshalber auf 8.05 um und dann könnt ihr auch spielen. Wir spielen in 720p, einfach um die Handheld-Erfahrung zu haben, ne? Und legen jetzt einfach mal los. Also wie gesagt, das ist ein Spiel im Mimimi-Game-Style, also wie Commandos. Heißt, wir müssen schleichen und müssen einfach gucken, dass wir die Gegner erledigen und unsere Ziele erreichen. Ich habe da einfach so unfassbar Bock drauf. Es ist halt super schade, dass Mimimi Games geschlossen wurde oder dass die halt ja, ihre Entwicklung eingestellt haben. So, wir gucken mal. Also, ich bewege mich mit dem linken Stick. Aktionsplaner, Steuerkreuz hoch. Okay, das heißt, da können wir dann planen, was wir machen. Sehr geil. Das heißt, ich könnte da hinlaufen und den killen. Mache ich, möchte ich machen. Wie mache ich das? Wenn ich den Aktionsplan einfach wieder ausmache? Nö, egal. Wir laufen einfach mal hin. Und dann steht hier auch Nahkampfangriff, alles klar mit X und Tschüss. So. Kann ich eigentlich auch ranzoomen? Ich weiß es. Egal. Den schnappen wir uns mal kurz, denn ich möchte ihn ungern rumliegen lassen. Okay, ich finde aber keinen Platz, wo ich den hinpacken kann. Wie lasse ich dich fallen? Mit B, okay. So. Mit B ducken wir uns auch. Müssen wir aber anscheinend im Moment noch nicht. Hier steht jetzt drin. Okay. Ah, Steuerkreuz links, genau. Die typischen feindlichen Sichtkegel. Müssen wir aufpassen. Hier werden wir jetzt nicht gesehen, ja. Aber ihr seht, hinter diesem Stapel daneben werden wir gesehen. Also wir ducken uns. Denn da werden wir dann doch nicht gesehen. Okay. Eine Blendgranate. LB um das Fähigkeitenrad, okay, alles klar, mit LT kriegen wir hin, komm. Das heißt, nee, so, Moment. Ich hätte es mal lieber lesen sollen. LB gedrückt halten, Blendgranate, alles klar. Und das feuern wir einfach mal hier hin, damit der Typ nichts mehr sieht. Oh, is that too bright for you? Aber er sieht trotzdem noch was. Das habe ich nicht so gut gemacht anscheinend. Habe ich jetzt keine mehr? Oder wo muss ich das hinfeuern? Wo muss ich das Ding hinfeuern? Did I burn your retinas? My bad. Der sieht doch noch problemlos, oder nicht? So, wenn ich das in seinen Sicht... Oder ich muss das direkt in seinen Sichtkegel schmeißen, wenn er guckt. So, pass auf. Das heißt, das schmeißen wir jetzt hier hin. Zack. Watch the birdie.
Okay, bringt anscheinend nichts. Das verstehe ich nicht. Und jetzt erkennt er mich. Schau. Nochmal, also das muss ich mir jetzt nochmal doch durchlesen. Beziehungsweise ich gucke mir einmal das Video an. Das heißt, er steht da, schmeißt es direkt neben ihn. Okay, okay. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe, dass ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß anscheinend doch nicht, wie es funktioniert. So, jetzt erkennt er nichts mehr. Das heißt, wir rennen schnell hin und er kriegt einen. Sehr gut. Wir lassen den jetzt einfach mal liegen, ja, weil hier scheint keiner anderer rumzulaufen. Wenn wir mal oben rechts auf die Map gucken, da ist nichts. Ja, so, also. Genau, Schritte erzeugen nie Geräusche. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Okay, gut zu wissen. Das war, glaube ich, bei den anderen Spielen anders von Minigames. Okay. Egal, wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Was ist jetzt schiefgelaufen? Irgendwas haben wir jetzt falsch gemacht. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Hätte ich die Kamera da hoch bewegen müssen? Ich glaube, und ich habe gedacht, okay, ich habe halt gedacht, ich laufe aus dem Level raus, alles ist gut, alles ist schön, aber merken wir uns, dem ist nicht so, denn wir müssen anscheinend die Cam bewegen. Also das überspringen wir jetzt einmal ganz kurz. Ich meine, dass bei den Mimimi-Games, ich bin mir da gerade nicht sicher, aber ich glaube, dort musste man hinklicken, wo man läuft und hat den nicht mit dem linken Stick direkt bewegt. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, okay. Hier seht ihr, alles klar. Okay, so, also. Nie Geräusche, das haben wir ja gerade gelernt. Wir lassen uns auf jeden Fall mal die Sichtkegel anzeigen. Können hier hin. Okay, also mit Hilfe der Inkorporation kann Cid in Feinden verschwinden. Okay. Und sich unerkannt mit ihnen bewegen. Während der Inkorporation kann Cid den Inkorporationswirt wechseln. Okay. Okay, probieren wir aus. Also, wir öffnen das Fähigkeitenrad, gehen auf die Inkorporation. Aber ich komme hier nicht so weit, ne? Okay. Wir sind drin. Wir laufen. Also ich mache jetzt gerade nichts, ne? Jetzt könnten wir mit A anscheinend den Wirt wechseln. Wollen wir aber gar nicht. Wir laufen einfach mal mit ihm mit. Und... das so gut war. Ich nehme mich jetzt aber mal lieber mit. Du stinkst nach Sauerkraut. Aber jetzt scheine ich Schritte zu erzeugen. Ne? Das sieht man an meinem Charakter, diese Kreise. Also ich glaube, wenn ich einen Feind auf dem Arm habe, dann müsste ich dann... So, ich muss da irgendwie die Kamera... Ah, guck mal, mit dem Recht. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, wie ich zoome. Also RT gedrückt halten. Alles klar. Hat der keinen Sichtkegel? Okay. Dann lassen wir dich auch einfach mal liegen. Ah, hier komme ich. Okay. Okay. Bisher ganz easy. Ich hätte jetzt halt gedacht, dass die Wachen... Oder dass da halt irgendwas passiert, ne? Wenn ich die einfach hier alle abkille. Aber okay, kein Problem. Also, wir sollen die Pistole... genau, Waffen sind mächtig, aber sehr laut und nur begrenzte Munition. Okay, kein Problem. Das heißt, wir haben eine neue Fähigkeit im Fähigkeitenrad. Das seht ihr auch unten links. Ne, da ist links. Also, ne, weil hier ist gerade alles ein bisschen spiegelverkehrt bei mir. Das heißt, wir nehmen die Pistole. Zielen. Ah, wir schießen da drauf. Okay, die sind tot. Sehr gut. Haben wir geschafft. Okay, im Laub wäre... Okay, das heißt, wenn wir die ins Laub schmeißen, dann sind sie für immer weg. Also, sehr Commandos-like das Spiel. Aber wie gesagt, ich liebe diese Games. Ne? Von daher
passt das absolut. Performance auch bisher absolut top. Okay, das heißt, das sieht man jetzt gerade ein bisschen nur. Wenn ich den linken Stick drücke, an dem Busch über meinem Fähigkeitenrad. Wir können ja einfach laufen, ist ja kein Problem. So, was steht hier? Um die Zeit zu beschleunigen. Okay, das heißt links gedrückt halten und A. Okay, dann gehen die weiter, alles klar. Da war einer. Das heißt... Geht der auch noch weg? Ah, nee, wir müssen wieder die Inkooperation machen, denke ich mal. So. Genau, dadurch, dass ich mich jetzt gebückt habe, kam ich in den Rhein. Also, hört sich scheiße an. Dadurch, dass ich mich gebückt habe, hat der andere mich nicht gesehen und ich konnte die meine Inkooperation anwenden. Okay. So, dann gehen wir hier raus und killen ihn. Nehmen uns. Den töten wir auch. Ich habe das Gefühl, dass die... Es tut mir leid, wenn ich natürlich immer diesen Mimimi-Games-Vergleich ziehe, aber das muss ich natürlich machen. Ne? Gar keine Frage. Ich habe das Gefühl, als ob die Gegner... Aber vielleicht liegt es auch einfach gerade am... Shit. Nein! Den letzten nicht geschafft, das kann nicht sein. Genau. Also ich habe das Gefühl, als ob die Wachen bei den Mimimi-Games mehr interagieren, wenn die was hören oder wenn was passiert. Hier kann ich ja wirklich einfach drangehen, kann die töten und fertig. Aber das, ich meine, das ist okay. Ne? Also das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen beobachten. Aber es macht halt definitiv Laune, das Game. Absolut. Nein, ich habe Probleme mit der Steuerung gerade ein bisschen. Das merkt man, glaube ich. So, er muss auf jeden Fall... Ne, der obere, der stört mich da so ein bisschen. Okay. Alles gut. So, wenn er sich umdreht, rennen wir dran und dann ist er tot. Und zwar genau jetzt. Okay, wir fahren mit der Seilbahn. Mir gefällt dieser, das ist so ein, ist das dieser Cell-Shading-Look? Ich bin mir da gar nicht ganz sicher, gefällt mir aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ach, guck mal, sie ist doch bestimmt bei uns, ne? Is he distracted, aren't you, mate? Is he? Thanks, but I really didn't need the assist. And neither do I. Did Dad send you to check up on me? Seht ihr gerade, ne? Also das heißt, rechnen wir die Akkulaufzeit hoch, kommen wir so bei 3 Stunden 15 ungefähr auf dem OLED-Deck raus. Ist okay. Wobei ich davon ausgehe, dass ihr noch was von den Settings verstellen könnt. Ne? Wenn wir gleich einmal reinschauen, seht ihr, dass wir beispielsweise noch die Möglichkeit haben. Ich glaube, es, also in der Demo war alles auf Low eingestellt. Wir überspringen das jetzt einmal. Wir wollen ja sehen, wie das Spiel läuft. Ja, also das heißt, wenn wir einmal kurz in die Optionen reingehen, sehen wir, dass wir... ach, guck mal, Cartoon-Umrisse. Das heißt, das kann man auch ausschalten. Dann sieht es... Nee, mir gefällt das andere besser. Mir gefällt es besser. Untertitel können wir auch verstellen. Sehr gut. Gerade natürlich, wenn wir auf dem Deck spielen. Ja. Oh, ich möchte speichern, ja. So, dann haben wir... Moment. So, also hier sehen wir es, die... Ne, Moment, wo ist das denn? Oder kann ich das nur im Menü ändern? So, das mache ich erstmal wieder an. Hier. Das ist das, was wir machen können. Prozentsatz der Renderauflösung. Ja, das heißt, wir können jetzt hier beispielsweise auf 90% gehen und dann wird das, Spiel halt, also die Grafik wird dann hochskaliert. Ihr seht, es ist alles auf niedrig eingestellt, bis auf die Texturen. Die sind auf hoch.
Aber jetzt sind wir einfach mal auf 90% gegangen. Das dürfte da auch gar nicht wirklich auffallen. Performance ist super, da können wir nichts sagen. Ich gehe einmal ganz kurz zur Seite, dann seht ihr nämlich, dass wir zwei Charaktere haben. Ja? Das heißt, anscheinend gehe ich davon aus, mit RB, genau, habe ich hier jetzt das Auswahlmenü. Ja, das heißt, Sid Sterling, der Goldjunge, kann springen, klettern, eine Leiche tragen. Und sie kann springen, nur Leitern hochklettern, durch enge Räume kriechen und in der Hocke eine Leiche ziehen. Okay. Das heißt, der Deckmantel lässt sie unsichtbar werden. Der Timer läuft nur in Bewegung ab. Okay. Das machen wir jetzt. Ich habe den an. Okay, das heißt, wenn wir gehen, ihr seht, der Kreis wird jetzt weniger. Ich muss aber erstmal gucken, wo ich hergehen muss. Wird nicht ausreichen. Ich hätte da durchlaufen müssen. Ich glaube, ich habe was gemacht. Ich hätte da durchlaufen müssen. Ist egal. Weil, ne, ich habe jetzt gedacht, ich laufe rechts zu der. Na, das war zu früh. Das war zu früh. Ich muss einen anderen Neustart, einen anderen Auto speichern. Ist halt cool, dass der in wirklich so ganz, ganz kurzen Abständen Auto speichert. Erinnert mich auch an die Mimimi-Geschichte. Da hatten wir es ähnlich, ne, dass man so eine Schnellspeicheroption hatte. Also, wir probieren jetzt einfach mal. Okay, hat so gerade eben geklappt. Eieiei. Okay, also, tausche den Platz mit schwer zu erreichenden Feinden. Der anvisierte Feind wird betäubt. Okay. Plätze tauschen. Das heißt, da bin ich mir sicher. Wir gehen auf Plätze tauschen. Oh, damn it. How do we get to him? Mit ihm? Be ready with your knife. Okay. Wo bin ich? You got equipped with Enigma Squad Thinimagics too. Did you think Dad would send me here with no backup? Shit. Jemand hat ihn getötet. Apologies. Okay. Wir können, genau, im. Also wir können die auch ins Laub bringen, allerdings halt nur, wenn wir die ziehen. Okay, haben wir gezogen. Jetzt müssen wir uns mal kurz einen Überblick verschaffen. So, da können wir hochklettern. Das hat was mit Sid zu tun. Er wird dann die Ranken hochklettern, das heißt, Isabella wird hier hochklettern. Ach nee, das ist ein Durchgang. Okay. Das heißt, sie geht da durch. Okay, ist jetzt an der anderen Seite rausgekommen. Wir drehen uns mal die Kamera. Wir werden von Eierköpfen herumkommandiert. Das stinkt. Da könnten wir die Scheine, da sehe ich halt die Sichtkegel nicht. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir es mit dem Deckmantel schaffen. The perks of being a wallflower. So, und ich weiß nicht, ob da gleich eine Patrouille durchkommt. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber sicher ist sicher, dass wir den wegbringen. So, dann sagt der Lichtköder, lockt Feinde an, okay. Lichtköder. Können wir anscheinend auch alles aufwerten, ne? Das seht ihr, mit bestimmten XPs können wir es aufwerten. Okay. Die Frage ist, er guckt dahin. Ich sehe halt nicht, wo der andere hinguckt, ne? Wie sieht's aus, wenn wir das hier hin machen? So wunderschön. Ach, Nein, das war nichts. So, ich würde sagen, wir schalten erst einmal kurz zu Sid rüber. Ah, ich hätte gedacht, die Kamera
geht dann irgendwie automatisch auf ihn, aber das war nicht so. So. Okay. Das Problem ist ja, wir. Ja, wobei wir könnten probieren, wieder hier diese Inkorporation zu nutzen. Boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Da komme ich nicht nah genug dran. Schießen möchte ich nicht, dafür sind mir das zu viele Gegner. Oben rechts sieht man auch ganz schön, wo die hingucken. Die scheinen auch die ganze Zeit so stehen zu bleiben. Boah, die Blendgranate, um dann durchzuziehen. Ich meine, wir können ja einfach neu starten gleich, ne? Beziehungsweise schnell speichern. Das war nix. So, wie kommen wir mit ihm hier durch? Hier hinten kommen wir durch, okay. Hinten kommen wir durch. Da kommen wir gar nicht hoch. Shit. Da kommen wir gar nicht hoch. Ich hab nichts zum Klettern oder so. Wir gehen doch zu Isabella. Aber dass die Kamera nicht automatisch drauf geht, das ist ein bisschen schade. Gerade wenn man jetzt so weit auseinander ist, aber okay, so wo habe ich sie? Isabella, wo bist du? Da bist du. Also, wir sollen die ablenken. Können wir nicht hier? Okay, nee, da sieht er uns. Okay, kein Problem. Wir laden neu. Das ist halt cool, ne? Dass man so richtig schnell neu laden kann. Das heißt, was wir eigentlich machen müssen, weil nur der auf 11 Uhr ist, der sieht uns. Das heißt, wir können ja theoretisch den Lichtköder ja gar nichts. Wieso komme ich da nicht vorbei? Ich glaube, ich mach's. Boah, hier sind richtig viele Gegner noch. Richtig viel. Ah, guck mal, Ansicht zentrieren. Okay, das heißt Steuerkreuz runter. Ich probiere das einmal ganz kurz. Alles gleich. Nimm alles zurück, was ich gesagt habe. Aber ich könnte Sid halt da oben gebrauchen, ne? Das definitiv. Ich frage mich gerade, was ich mit dem. Ja, ich soll auf den Lichtköder gehen. Ich weiß, aber. Guck mal, da steht da sogar, wo ich den hinfeuern. Nee. Da hatte ich den gerade hingeschmissen. Ne? Komm, wir gehen mal auf mehr Info. Na, wieso zeigt er mir nicht mehr Info an? Kommt da nur einer an und den schnappt man sich. Okay, kann man machen. Muss man machen. Das heißt, hier hin. Ist halt, dass das keiner sieht. Das ist ein bisschen. Ja, das würde ich mir, glaube ich, ein bisschen anders wünschen. Dass sie ein bisschen schlauer wären, die Gegner. Aber ist egal. Muss ich mitziehen, weil da hinten kam, glaube ich, jemand, ne? So, du läufst hierher. Da läuft einer her. Dort, schau. Shit, den muss ich mir direkt schnappen, bevor der Alarm schlägt. Okay. Kein Problem. Das hat geklappt. Jetzt haben wir nur noch den einen da oben. Der dreht sich, glaube ich, nicht. Okay. What's worse, being an orphan, or having you for a sister? Joey's still alive. You
So, mit dem Aktionsplaner. Mehrere Charaktere. Ich habe meinen anderen Charakter noch nicht da. Das ist das Problem. Das heißt, wir probieren es jetzt nochmal. Ja, die Blendgranate bringt. Ich glaube, die Blendgranate bringt nichts, oder? Denn der Typ sieht mich direkt. Der sieht mich direkt. Das bringt nichts. Ich weiß nicht, wie ich hier vorbeikommen soll. Ich meine, diese Inkorporation, die wäre halt mega. Wie weit kann ich vorgehen? Ich komme da nicht ganz dran. Und wenn ich so... Ah, dann bin ich doch drin. Nee, doch nicht. Ja, Moment, vielleicht habe ich einmal zu schnell gedrückt, das kann sein. Da würde ich gerne auf jeden Fall nochmal probieren, da reinzukommen. Ja, okay, nein, weil dadurch, dass ich erwischt werde, alles klar. Ja, das bringt nichts. Das kann doch nicht sein, ich muss da doch vorbeikommen. Oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Denn... Wir sind hier mit der Bahn angekommen. Ich komme hier nirgendwo hoch. Das heißt, ich habe doch nur die Möglichkeit, hierher zu gehen. Woran denke ich hier nicht? Oder muss ich... Ich kann doch sie jetzt nicht zurückholen. Ich meine, an dem komme ich nicht vorbei. Das ist Tatsache. Und ich kann halt leider jetzt gerade nicht den Lichtkegel des anderen sehen. Was ist das? Denn selbst wenn wir jetzt mal die Zeit vorspulen, passiert nichts. Wenn ich schieße, um den abzulenken. Na, den treffe ich sowieso nicht, das ist das Problem. Aber wenn ich jetzt einfach mal schieße. Kann ich nicht schießen, wieso kann ich nicht schießen? Brauche ich ein Ziel? Brauche ich ein Ziel, um schießen zu können? Kann ich nicht jetzt einfach irgendwo hinschießen, um abzulenken? Ja, okay. Kann man machen. Kann man machen. Jetzt gehen sie nach 20 Sekunden wahrscheinlich zurück. Oh shit, da kommt er. So, die Frage ist, was passiert in 25 Sekunden? Sagen die dann einfach, yo, passt? Das finden wir jetzt raus. Oh shit, da ist er. Schieß, 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 schieß. Schieß doch! Okay. Ich glaube nicht, dass das die Lösung war. Glaube ich wirklich nicht. Aber egal, man muss halt auch mal ne, ein bisschen anders spielen. So, der Alarm ist vorbei. Sehr gut. Aber ihr schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ich das hätte lösen sollen. Das muss ich wissen. Da weiß ich gerade wirklich nicht, wie ich es hätte lösen sollen. So, du bist weg und du bist weg. Ah, hier habe ich keinen mehr, ne? Das heißt, hier geht's jetzt runter. Sie hat ja schon alles erledigt. Das heißt, wir probieren das jetzt aus, was hier steht mit dem Aktionsplaner.
Okay, so, wir machen den Aktionsplaner an und sagen, sie killt ihn. Er. Ah ne, es ist immer noch sie, ne? Hast du eine Zigarette übrig? Nein, nee, Moment, das ist falsch. Das ist falsch. Wir brechen das einmal ganz kurz ab. Also. Aktionsplaner an. Sie tötet ihn. Wir wechseln den Charakter. Er tötet. Und wir sagen, ausführen. Beide töten gleichzeitig. Sehr gut. Richtig gut. Wenn ihr euch übrigens fragt, ob die Devs bei Mimimi gearbeitet haben, nein, haben sie nicht. Freuen sich aber sehr, also die sehen das tatsächlich als Kompliment, dass man das sagt. Na, wieso kommt sie da nicht durch? Okay, also wir sehen. Ich meine, es ist halt richtig cool. Ihr seht, wir spielen jetzt seit einer halben Stunde gleich. Ich habe mich hier und da ein bisschen doof angestellt. Aber das ist halt alles noch ein Tutorial. Das ist richtig gut gemacht. Mir gefällt das Spiel extrem gut. Preis liegt bei 29,99. Es gibt kein Startsale zu Anfang an. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Normalerweise haut Devolver Digital da ja gerne immer einen Sale mit raus. Wird es aber später geben. Ich meine, wir sehen jetzt hier so Sachen, ne? Das Teil da, die Kiste müssen wir gleich im richtigen Moment lösen. Also, ihr seht sehr, 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 sehr viele Parallelen eben zu Desperados, zu Shadow Tactics, zu Shadow Gambit. Das heißt, wenn ihr diese Spiele schon durch habt und neues Futter braucht, ist Sumerian Six absolut perfekt für euch. Wenn ihr generell nichts mit dem Genre anfangen könnt, dann wird Sumerian Six für euch nicht wirklich was sein. Wie gesagt, weil einfach die Parallelen absolut sichtbar sind. Wie gesagt, mir gefällt das Spiel extrem gut. Ich habe noch so ein bisschen das Gefühl, als ob die Wachen, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, so ein bisschen, ne, ich töte eine Wache und die andere Wache interessiert sich nicht dafür. Also es scheint so ein bisschen, als ob wirklich jede Wache eine Route hat, die sie abläuft oder halt einfach nur stehen bleibt und sich halt eigentlich von nichts anderem ablenken lässt. Ich muss einfach nochmal in Desperados 3 beispielsweise reinschauen oder in Shadow Gambit, weil da kam es mir einfach ein bisschen schlauer vor. Was aber dann wiederum natürlich dafür sorgen könnte, dass dieses Spiel vielleicht, das muss die Zeit zeigen, für Anfänger da ein bisschen besser ist, einfach weil das alles noch besser planbar ist. Unterm Strich, wie gesagt, wenn ihr dieses Genre gut findet, absolut perfektes Spiel für euch. Wenn ihr aber die anderen Spiele von Mimimi Games noch nicht gespielt habt, holt das nach. Dann würde ich auch sogar sagen, guckt mal, dass ihr irgendwie Desperados 3 beispielsweise im Sale für einen schmalen Taler bekommt, weil das ist einfach Standard, ne? Also wirklich nicht Standard, sondern das ist halt der, ja, die haben Standards gesetzt. So, das wollte ich sagen. Einfach, weil es unfassbar gute Spiele sind. Ihr schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare und sagt mir bitte unbedingt, wie ich mit Sid in dieser einen Situation hätte vorgehen müssen, damit ich nicht hier irgendwie ein paar Patronen verschieße, weil das muss ja auch anders gehen. Ich weiß nicht, wie. Ich werde es rausfinden. Ich sage nur danke fürs Zuschauen. Ganz, ganz viel Spaß mit dem Spiel. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.